Spekulatius, Leute, wo seid ihr? Warte mal, die standen da hier irgendwo oben. Schon vorbei an denen? Nee. Da sind sie doch. Und? Ich habe mit Elmar geredet. Und was hat sie gesagt? Sie will doch spekulieren? Yes. Du hast es geschafft. Unglaublich. Spekulationsfein. Emma ist zurück. Jetzt kann nichts Schlechtes mehr passieren. Dieses Raten, was dann passiert. And speculation always pays. Okay, jetzt bin ich auf die Karte gespannt, was sie mir geben. Oh. Das ist natürlich neu. Da machen wir gleich mal was. Sehr schön. Aber wozu mal irgendwann, also jeder Spieler, ist jetzt einfach nur laut denken und erzählen gerade, also völlig groß. Jeder Spieler macht sich doch irgendwie irgendwann eine Strategie, oder? Und spielt doch irgendwann mit den Karten, mit denen er spielen will. Ja? Und ich bin jetzt fast der Meinung, dass doch die meisten sich zum Schluss den Hammer nehmen und die Bomben, oder? Oder spekuliere ich jetzt falsch? Null. Leichter Spaß am Rande. Wer ist er hier? Gestern Abend habe ich mein Hemd verloren, aber heute Morgen habe ich es zurückgewonnen. Ist aber sehr schön, das Baby. Das ist Fubo, Baby. Baby. Was standen jetzt an? Ich muss mal kurz gucken, wo stand man überhaupt? No, nicht so. Nee, was? Was waren jetzt Aufgabe? Geister, die Geister aufgegeben. Also das sind die Geistergeschichten, wa? Ach nee, Stefan Schaurig war, ach doch. Sieht mal, war Vierburg gekommen, Dicey. Ach, Oma mussten wir suchen. Stimmt, sorry. Vier Heidenstraße, wir suchen in die falsche Richtung. In Schacht. Da müssen wir hin. Schicksal ist es. Ich darf dich bezahlen, dass ich dein Schicksal offenbare. Aha, genau so läuft es nämlich bei euch. Genau so läuft es bei euch. Eine Münze in deinem Ohr verrät keine Geheimnisse.
Meine Münze in meiner Hand öffnet die ganze Welt. Ja, immerhin ist er ehrlich, wa? Na denn, Dankeschön für dein Info. Guck mal, hier vorne war da auch noch was. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Flasche, ey. Was für ein Quatschen, ja. Du bist auch zum Quatschen, wa? Altini-Wahrsager, wa? Hula Bagat. Ah, ein hoher Seel auf der Suche nach einem Blick in die Zukunft. Mein, haben sie immer andere Zähne. Ich suche Oma. Kannst du mir einfach sagen, wo Oma ist? Aha. Viele suchen sie, kleine, aber nur wenige können sie finden. Du weißt, wo sie ist. Die, die so reisen wie wir, können sie nicht erreichen. Sie lebt in einem Misthaufen. Das ist jetzt aber kein Englisch, was die gerade sprechen, oder? Also die Figur jetzt gerade? Hört sich wieder an wie bei Biomythen. Einfach irgendwas rumgestammelt, oder? Nein, 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 Kleiner, aber ich rede zu viel. Auf Wiedersehen. Mögest du morgen vernünftige Ziele finden. Oh. Dankeschön für dieses kurze Gespräch. Sonst muss ich die Gespräche mal beenden. Dann schauen wir mal, was du noch Schild hast. Ah, du siehst so aus, als wolltest du deine Zukunft erfahren. Aber die besten Schicksale der ganzen Stadt. Mr. Carpe Diem. Okay. Bitte, ich suche jemanden namens Oma. Oma, das ist eine Überraschung. Wahrscheinlich ist es keine Überraschung. Ich dachte, du könntest die Zukunft sehen. Ich weiß, dass du sie niemals finden wirst. Warum machen sie sich darüber lustig? Ich finde dich witzig. Dankeschön für deine Lichthilfe. Graue Randa, deine Zukunft sieht würflich aus. Dankeschön. Weg selbst. Ich sehe, das Spiel vor dir, die Kleine, ist wirklich viel. Du bist das erste Vernünftige, ja, was irgendein Wahrsager gerade auf diesem Weg hier erzählt. Alle anderen waren recht überflüssig von ihrer Person her. Das ist etwas Besonderes, Kind. Hey. Ebenfalls was vernünftige Sachen. Glücksritter. Ich werde niemanden nach meinem Schicksal fragen. Ich will nicht wie die anderen. Jetzt war ich drin, oder? Boden in der Zunge, Leute. Wir lesen das schon wieder. Lisa, hierher sagen. Ich kann dich den ganzen Tag anschreien und du wirst trotzdem genau. I can see what happens to everyone, but they listen. They just giggle and laugh and forget and do it anyway. Oh, I know what happens to me. I know what happens to everyone. Weiß, was jedem anderen passiert. In 30 Jahren wurde ich nicht einmal überrascht. Tut mir leid, dich. Hätte ich gewusst, hätte ich gut, wenn ihr macht. Gut, wenn ihr macht. Aha, hier geht's also weiter, wahrscheinlich zu Oma.
Und hier. Alles klar, okay. Bezug der Teppichleserin. Aha. Nebenquest. Hauptquest. Bis der erst abfahren war und dann die Sprüche führen. Das war der erste Schuss in dem gesamten Spiel, den ich in Bewegung gemacht habe. Null. Warum? Um diese Zeit. Sorry, Leute. Ich habe jetzt was auf meinem Desktop, was ihr nicht auf dem Desktop habt. Manchmal, also manche Programme, keine Ahnung. Gut, ich denke, wir haben hier alle. Na denn, meine Liebe, erzähl mir was Schönes. Freudige Wanderin, möchtest du dein Schicksal erfahren? Madame Tetra. Die Oma Finn. Oma, du hast also die Geschichte des Geistes gehört. Ist ein Geist? Ich weiß nur, dass vor vielen Jahren etwas Schreckliches passiert ist. Meine Mutter wurde von einer Königin gejagt, die entgegen ihrem Schicksal. Manchmal sagen sie. Warum? Ah, das ist ja noch gleichzeitig unsere nächste Geistergeschichte, meine Lieben. Manche Dinge kann selbst ich nicht sehen, aber geh noch als Tischwanderin. Ich habe dir dein Schicksal noch nicht vorher gesagt. Lass mich mal sehen. Warum eigentlich nicht? Nee, Kleine, ich sehe etwas Seltsames. Was reisen in ein fernes Land? Dinge von Random in die Dunkelheit. Die Königin sieht. Du hast eine Schwester, richtig? Yes. Your sister, she, eine Schwester, sie she, she what she's told, macht, was man ihr sagt. The three, die drei? Die köpft sie. Was? Was köpft da? Unglaublich. Die schnappt nach Luft. Oh, Lady. Dankeschön. For the resub, mein Lieber, und einen wundervollen Freitag wünsche ich dir. Im 11. Monat. Ja, wo ist die Zeit hin? Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. 12 Monate schon. Wahnsinn, oder? Was macht die Kunst, mein Lieber? Sie schnappt nach Luft. Nein. Was? Was hast du gesehen? Nein, ich traue mich nicht mehr zu sagen. Zu viel hängt davon ab, Kleine. Es tut mir leid. Tut mir so leid. Bitte geh jetzt. Oh, das hört sich ja gefährlich an. Even hatte nicht viel von den Wahrsagen erfahren. Ging zu erzählen, bevor sie passiert, verstoß gegen den Erzählerkodex. Oh. Aber sie hatte das Gefühl, dass das, was vor ihr lag, gefährlich sein könnte. Vor allem könnte, dass ich nicht lache. Hab Urlaub und bin leider krank, aber sonst ist alles schick. Und bei dir? Du hast Urlaub und bist leider krank. Nennt man denn Krankschreibung abgeben und Urlaubfahrer wiederbekommen? Also so läuft es bei uns jedenfalls. Also jedenfalls bei den Leuten, die so ein bisschen falsch denken, wie ich gerade ausgedrückt habe. Du verstehst mich sicherlich, so wie alle anderen auch gerade. Ja. Alles spitzmäßig. Wir haben jetzt auch gerade erst Urlaub gehabt.
Und das ist toll, dass du in der Zeit arbeiten warst. Null. Geht's gut. Hab jetzt die erste Woche wieder hinter mir. Und auch geht's auch besser. Und na gut. Der Rücken wird nie wieder richtig werden bei ihr, aber es geht. Ja, ich weiß. Mach einfach nächste Woche noch krank und hab dann mein Urlaub. Es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten, diese auszuschöpfen. Das hört sich gut an. Ist auch gut. Also, alles schick, ganz ehrlich. Hallo. Greetings, young one. Guten Tag, Kindchen. Na, du bist zwar freundlich. Kann ich dich für einen hübschen neuen Teppich begeistern? Nee, danke. Kannst du mir sagen, wo ich Oma finde? Komm hier hin, mein Kind. Freut mich. Dankeschön. Dieser Teppich, was für ein schöner Teppich, sehr vielversprechend, meinst du nicht? Und ich krieg Angst, meine Liebe. Aber Augen zum Verlieben, die Dame, oder? Dankeschön, mein Bruder. Bei dir alles gut? Family und so? Alle gesund? Oder halt was verpasst? Oder alles schön? Das ist nur ein Teppich. Also ich sag mal ja mit Fragezeichen. Hm, obwohl doch einige Fäden fehlen. It is still missing some threads. But I have many. Aber ich habe viele Teppiche. Welche interessieren dich? Which ones are you interested in? Warum zittert sie denn wieder so? Hat der rote etwas mit Oma zu tun? Der blaue bringt nämlich die Oma wieder. Er muss etwas mit Oma zu tun haben. Lila. The purple rug, yes. Ja, ein Favorit. You know, weißt du, die Königin lässt uns glauben, dass wir alle verschieden sind, dass wir uns gegenseitig hassen müssen. Aber wir alle teilen ein gemeinsames Licht in unserem Inneren. Er hat Probleme in einer der Arenen des Viermanns. Okay. Dann nehmen wir den blauen. Der blaue Teppich? Eine gute Wahl. In dieser Stadt gibt es ein paar beste Freunde, zumindest bis ihre Freundschaft zerbrach. Lebt ganz allein in der Nähe des Würfelplatzes. Frage mich, ob diese Freundschaft noch eine Chance hat. Habe ich doch schon alt geklärt. Nee, trifft den Würfelspieler. Jetzt muss ich den roten. Wisst ihr, man nimmt extra nicht den roten, weil man denkt, ja, und. Ah, yes. Ah ja, der rote. The red one. Jedes Mal, wenn ich diesen Teppich sehe, denke ich an eine arme Frau, die ihren Partner so sehr liebt, dass er ihre ganze Welt geworden ist, in der es aber keinen Platz mehr für sie selbst gibt. Sie sucht ihn in der Nähe der vier Reiterstraßen. Gibt es noch andere Teppiche? Wenn ich diesen drei Leuten helfe, erzählst du mir dann etwas über Oma? Die Zukunft ist nicht geschlossen, Kindchen. Du kannst die Welt geben, wie sie dir gefällt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du willst Oma finden? Ja. Dann geh und pass gut and auf deinen Würfelfreund auf. Seltsame Teppichverkäuferin schien mehr zu wissen, als sie zugeben wollte. Außerdem wusste ich nicht, dass sie hier sein würde. Das war merkwürdig und unheimlich. Steven hatte keine Wahl, sie musste diese Leute finden. Und sie hoffte, dass Oma da sein würde, wenn sie berühmt wird. Ist sie vielleicht so erschrocken?
Ja, der Teppich sieht richtig toll aus, ja. Der Teppich oben. Oh, daran arbeite ich nicht mehr. Wird immer dunkler. Der Teppich, er stammt aus einer anderen Zeit, von einem anderen Ort. Ich sah ihn in einer Vision. Okay. Gabuletti, der macht mir ein paar schöne Tage, auch wenn der krank ist. Ich hoffe, dass es einfach nur eine leichte Erkältung ist. Ich weiß nicht, Dicey. Ich glaube, diese Stadt ist die letzte Fußloch für die Leute hier. Was gut ist, habe ich es aber. Ja, wo war ich jetzt entschieden? Ja, ich hoffe, dass es nur eine leichte Erkältung ist. Und dieser macht mir ein paar schöne Tage. Gute Besserung. Und immer wenn du willst, guck rein. Bleib einfach bei mir hier. So. Jetzt haben wir, glaube ich, jede Menge zu lesen. Ich hab's gewusst. Boah, das ist alles Hauptquest. Krass, oder? Der lila Faden. Die Teppichleserin hatte angedeutet, dass die Königin von denen profitierte, die glaubten, sie seien anders und allein. Und dass diejenigen, die anders waren als sie selbst, ihren Hass verdient hatten. Jemand, der ganz anders war als Even, steckte in einer der Arenen des Viermanns in Schwierigkeiten. Konnte sie ihm helfen? Dann gehen wir doch mal gucken, wa? Ich hoffe, wir können uns mal auf einen Kaffee treffen. Tja. Hey. Bis jetzt sind die immer so ein bisschen in der Hose gegangen, wa? Bulletti. Also klug von aller Seite her, oder? Ah, guck mal jetzt. Jetzt sieht's los. Da oben müssen wir hin. Na, mindestens. Ja, noch sind's Monate, wa? Noch sind's Monate. Frauke, die, was ist das? Ach, das ist eins von den anderen Dingern, wa? Dann nehmen wir das doch einfach mal. Ich kann nicht glauben, dass du betrogen hast. Was? Nein, du hast betrogen. Nein, ich bin sicher. Hey, du bist es. Und vorhin willst du unser Spiel spielen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben diese Spielerin schon hinter uns. Also ist alles gut. Die Betrügereien habt ihr schon hinter euch. Okay. Aber jetzt habe ich mich erschrocken. Da hinten steht ja der mit den drei rum. Bald ein Jahr. Krass, oder? Wie gesagt, Frauke muss Wochenende arbeiten. Ich quatsch morgen Nachmittag mal mit ihr. Oder morgen Mittag? Wenn ich es jedenfalls sehe. Ist immer ein bisschen schwierig im Moment mit den Arbeitszeiten. Sicher, das klingt lustig. Das ist die richtige Einstellung. Also wenn du weißt, wie man ein Gasu spielt, fangen wir direkt an. Ich rufle und... Ganz in Ruhe. Gasu! Also ruft man Gasu, wenn der andere Spieler würfelt. Ist das gut? Aha. Ah, also ob ein Spiel so einfach sein könnte. Okay, du bist dran. Hä? Kann ich mit meinem eigenen Würfel würfeln? Und wie jeder echte Spieler nimmst du die Hauswürfel, Kleine. Ah, verdammt nochmal. Okay, ich würfel mit eurem Würfel. Es ist nicht schlecht. Verdammt, was setzt du? All in alles? Ein Würfel. Eine Karte, einen setzbaren Gegenstand.
Hä? Schöne Grüße von deiner Frau, das ist halt lieb. Dankeschön, gute Lady. Dankeschön. Und ganz liebe Knuddelgrüße zurück. Ah. So. Ein erstaunlicher Zug, aber wird es sich mit dem konservativen Gas überwinden? Der Kampf beginnt. I'm so sorry. And with my inverse wager multiplier and plus 10 card reversal, you actually wagered it all and definitely 100% ultra lost. I'm checking the rules and it says that it's not even possible. Dass man gar nicht so schlimm verlieren kann. Also hast du technisch gesehen betrogen, als du verloren hast. The rules say if this ever happens, we're to send them a letter by Raven so they can update the rulebook with a painting of Biggest Loser. Ooh, there's a prepaid envelope. Das gibt einen with a Raven. Schlag euch und ein it's not moving. Thanks for the danke game. Für das Spiel. Tschüss. Das ist ein bisschen nach ihren eigenen Regeln. Lerne das Spiel. Gewinne das Spiel. So, normal hier. Jetzt. Ab wann der Stream morgen an ist, also auch irgendwo zwischen halb fünf und fünf. Ja, frühestens halb fünf in die Richtung und spätestens fünf. Ich bin morgen auch nochmal mit meiner Mom unterwegs und dann, aber ich denke mal so. Ja, dann da. That's the spirit. Okay, so you know how to play Gazoo, so we'll just jump right into it. I'll roll the dice, Sam. Gazoo! Imagine a game that simple. Einen gezinkten Würfel? Nein, du nimmst einen von unseren kleinen Würfeln. Oh. Okay, ich würfel mit eurem Würfel. Muss ich ja wohl, anders sieht's ja nicht. Morgen früh mit Beat Saber und Elsa? Nee, dieses Wochenende nicht mehr, lieber. Also vor November gibt's das nicht, mein Lieber. Ist das gut? Ja, Gazoo! Was? Du kannst jetzt nicht Gazoo rufen, außer du betrügst. Hey, hast du ein Gazoo-Karte im Ärmel? Die Karten noch nicht. Klar, dass eine Freundin von Sigma auch betrügt. Wait, Seymour cheated? I thought das war doch nur ein Spaß bei Sigma. Seymour's cheat was to frame Sigma hat betrogen, um mit dem Betrug anzufangen. Mein Hirn. Wie, habe ich jetzt wieder verloren? Das ist ein Scheiß. I can't believe you cheated me. What? No, you cheated me. No, I'm pretty sure you... Hey, it's you! From before! Do you want to play our game? We got all the cheating out of our... Okay, wir trinken das mal durch, weil okay, anscheinend so ist es ja immer dasselbe. Imagine a game that simple. Okay, your turn. Kann es sein, dass ich zum Schluss immer... Dass ich zum Schluss... Yeah, Gazoo! What? You can't yell Gazoo now unless you're cheating! Wait. Okay, wir haben nochmal die falschen Antworten in Normally. Noch einmal. I can't believe you cheated me! What? No, I'm pretty sure you... Hey, it's you! From past the spirit! Okay. Gazoo! Is
so good. Bitte fressen Sie ausgestorbene Viehbürger Fleischfresserfleisch. Flesh beast, eat flesh. Come on now. Los, würfel schon. Your own rigged dice, you mean? Auf jeden Fall haben wir schon mal einen anderen Satz hier gehabt. Nein, du nimmst unsere Würfel. Wee little dice, thank you very much. Not bad. Hey, what's your wager? All in alles. Impossible. You'll lose. Oh, you can't win. I roll for ich würfel, der Kampf beginnt. Weil wenn ich alle gesetzt habe, kann ich nämlich nichts verlieren. You win. Yeah. Nicely done. And with no external signs of cheating. Warte, war's gut gemacht. Ist okay, okay, die Karte wird dir. Okay, well, there's thank fair. You. I guess this card is yours then. Not alles klar. Jetzt die Kapsel kapiert. You'd have to have a living dice for that to work. What? Was hat der Würfel gerade gesagt? Okay, okay, easy, Quark. Goodbye, little miss. I don't like losing, so we're not playing with you anymore. Yeah, Errungenschaft, Gassu. Gassu gezackt. Was? Gut, dann nehmen wir gleich mal hier hoch und machen das nächste Ding. Also du musstest, ja, um das mal zu kapieren. Eigentlich hätte ich schon beim zweiten Mal gewinnen können. Ja, er hat diese Karte verwendet und hat die aber dann umgedreht. Also hat er diesen umgedrehten gehabt. Und damit hat er dann verloren. Ja, also, ja. Gehirn halt.